Hallo, ihr Lieben, wir machen nach langem mal wieder eine Schüttelkarte und diesmal in einem größeren Maße als sonst, weil das sonst nicht hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Also, die ist schon etwas kompakter, aber große Karten sind auch mal schön. Quasi Kartenrolling und Aufleger, den ich gleich noch stanzen muss. Dann braucht ihr ja eine stabilere Folie, na, damit das ganze Glitzer und so da drin bleibt, wo es hin soll. Und ich habe schon was vor, ja, koloriert bzw. ausgemalt. Und das hat gerade Zeit gekostet. Also wenn ich das jetzt im Video gemacht hätte, ja, ihr glaubt gar nicht, dass ich für die paar Stück knapp 2 Stunden gebraucht habe. Das kann sich keiner vorstellen, weil ich da ewig lange rummache, bis es mir gefällt und ich hinterher immer noch sage, ja, gefällt mir immer noch nicht. Also ich bin da wirklich, wirklich schlimm. Einen habe ich aber übrig gelassen, das Hasilein. Und habe mir auch die Stifte rausgelegt. Und den wollte ich jetzt wenigstens mit euch zusammen machen. Ich hoffe, da sitze ich jetzt nicht so lang. Wir schauen einfach mal. Nein, ich habe extra das einfachere Motiv rausgesucht, dass ich hier nicht so lange sitze. Ich hatte euch ja gestern, ja, gestern in dem Video gefragt. Wegen des Marathons. Und ob ihr mich denn überhaupt noch, ja, hören möchtet, sehen möchtet oder ob ich euch schon zu den Ohren rauskomme. Ich denke, die meisten, wenn ich das so richtig überblickt habe, haben gesagt, mach weiter. Waren nur einige dabei, gesagt haben, ja, hier, mir reicht auch alle 2 Tage oder manche kommen gar nicht hinterher. Auch nicht schlecht. Aber ich kenne das. Und ich werde es probieren. Ich probiere es jetzt nochmal die Woche, aber wenn halt ein Video ausfällt, wenn mal ein Tag nichts kommt, dann ja, dann habe ich es nicht geschafft. Ja, dann machen wir es so. Ich lasse mir quasi die Option offen. Ich versuche jeden Tag ein Video zu machen. Aber wenn ich es nicht zeitlich schaffe oder was dazwischen kommt, kann ja auch mal sein, dann ist es halt so. Ich nutze ja immer gern nur eine Farbe. Gerade bei dem Schweinchen habe ich das so gemacht. Das ist nur eine Farbe. Ich finde das irgendwie sehr schön. Ihr wisst, ich bin mit dem Ausmalen überhaupt kein Profi. Ich mache das wirklich immer nur dann so lange, bis ich sage, ja, kann man gelten lassen. Ich bin gerade auch nicht so glücklich mit den Farben hier. Und mit dem Weiß gerade gar nicht, wie ich hier drüber gegangen bin, weil irgendwie hat es mir hier ein bisschen was zerrungst. So, jetzt gehe ich nochmal ganz leicht. Wirklich ganz, ganz leicht. Hier drüber. Die Bäckchen habe ich schon ausgemalt. Falls wieder Fragen kommen, das sind meine Faber-Castell Polychromos. Die kriegt ihr ja mittlerweile auch schon überall. So, ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Weiß drüber. So, das Häschen ist fertig. Ich habe da jetzt wirklich nur ganz schnell, ne? Ganz, ganz fix. So, ganz, ganz schnelles Häschen. Und die anderen. Jetzt muss ich dir noch ausschneiden. Da, Hasi ist ausgeschnitten. Und jetzt müssen wir stanzen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle davon verwende. Ob ich überhaupt alle raufkriege, weil ich glaube, der Wal ist ziemlich groß. Wir schauen mal. Die sind übrigens aus dem Set Baby Banner von Kreativdepot. Packe ich euch natürlich unten in die Infobox, selbstverständlich. Ich brauche meine große Big Shot. Das kriege ich nicht mit der kleinen hin. Da ja dieses Blatt hier 14,2 mal 14,2 ist. Und das ist schon ganz schön groß. Ich werde mir jetzt meine Kreisstanze nehmen, und zwar meine kleinste, und werde mir jetzt hier 9 kleine Löcher hinstanzen. Hoffe, ich kriege das ungefähr gerade hin. Ich möchte mir jetzt hier nicht extra was einzeichnen. Das würde mir, nee, so genau bin ich dann doch nicht, sondern ich mache das so Pi mal Daumen mal Auge. Wünscht mir Glück. Ich denke, ich fange einfach mal in der Mitte an. Das wäre am einfachsten. Und suche mir jetzt ungefähr die Mitte. Ist das die Mitte? Ja, ne? Ihr seht es besser, weil ihr guckt von oben. Dann klebt mir das fest und jagt das durch. Also für Augenmaß ist doch das eigentlich ganz gut geworden. Jetzt habe ich natürlich hier ganz viele ausgestanzt, aber die hebe ich mir auf. Ja, die kann ich super für irgendwelche anderen Sachen benutzen. Ist natürlich praktisch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kriege ich die hier alle rein oder nicht? Ich glaube nämlich, nein. Der Wal ist schon viel zu groß. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, die kommen ja dahinter. Guckt mal, und da sieht man nicht mehr viel. Und
Das kann man vielleicht nicht mehr wirklich als Wal erkennen. Ich dachte mir, die halt so anzuordnen, ein bisschen symmetrisch sollte schon sein. Muss man natürlich nicht, aber ich finde es schöner so. Vielleicht hier oben das Häschen, vielleicht an der Seite das Schwein. Ich glaube, das Schwein ist auch ganz schön groß, aber das erkennt man noch, dass es ein Schwein sein soll. Ja. Und vielleicht das Bärchen noch. So, was haltet ihr von der Anordnung? Ich finde es eigentlich ja, ganz okay. Können wir das so aufkleben? Jetzt müssen wir natürlich die Folie anbringen. Da habe ich mir eine einfach genommen von einem Stempelset. Und klebe mir das jetzt hier einfach auf. So, und dann müssen wir ja noch. Moment, machen wir hier auch nochmal dazwischen. Ja, damit das auch ja hält. Jetzt brauchen wir 3D-Band. Ihr könnt es auch mit den kleinen Klebepunkten machen, aber da braucht ihr eine ganze Menge für. Und meins ist zu dick und nicht hoch genug. Das heißt, ich werde das jetzt halbieren und übereinander legen und an den Außenkanten kleben und zwischen die Räume, dass wirklich jeder einzelne Kreis für sich ist. Das war gerade ein Kampf. Ich musste mir das so zusammenschneiden und zusammenfrickeln. Also wenn ihr schon die perfekte Breite habt und Höhe, dann habt ihr schon die halbe Miete. Aber mein Band, oh je mini. So, egal, hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Und ich möchte jetzt mir hier mein Glitzer und ja, Pailletten weiß ich noch gar nicht. Ich habe jetzt erstmal hier Glitzer. Bring mir jetzt hier kleine Häufchen drauf. Ich hoffe, das klappt. Ich nehme jetzt einfach mal ein Lineal, hoffe, dass das funktioniert, dass ich hier drüber fahren kann, dass das Glitzer mitmacht. Ja, so halbwegs. Naja, nicht so ganz, ne? Aber vielleicht muss das gar nicht so ordentlich sein, sondern Hauptsache, es ist erstmal dort, wo es hin soll. Jetzt darf ich nicht niesen oder pusten. Schnucki ist zum Glück auf der Heizung. Der kann mir jetzt hier gerade nicht drüber rammeln. So, jetzt schauen wir mal, ob das so passt. Sieht gut aus. Jetzt nur noch hoffen, dass es auch gerade ist und hält. Und zwar zauberschöne Zeit. Passt zu dem vielen Glitzer, der da drin ist. So, ganz schnell gemacht. Die kommt mit 3D-Pads drauf. Ich will das noch nicht anfassen, weil das, glaube ich, noch nicht trocken ist. So, drei Stück drauf und dann kommt das gute Stück in die Mitte. Und dann gucken wir mal, was wir noch in die freien Felder machen oder ob wir die einfach so lassen. Zauberschöne Zeit. So, ich dachte mir zum Abschluss, weil das ja alles so schön symmetrisch ist, kommen jetzt hier unten noch zwei Blätter in Weiß und oben meine Blümchen hin. Das sind ja meine Handstanzen vom Master Stuart. Die benutze ich ja sehr, sehr gern. Und dann ist alles so schön symmetrisch. Ihr könnt natürlich auch, wie gesagt, andere Tiere dahin kleben oder auch ganz andere Sachen. Oder ihr lasst das so. Könnt ihr natürlich auch freilassen. Aber ich finde es gerade ganz nett, wenn alle ja quasi besetzt sind. Und da die Blümchen noch ein Innenleben brauchen, gibt es dann noch einen kleinen Nouveau-Punkt drauf. Einfach schnell mit Ivory Seashell. Und schon ist sie fertig. Ihr Lieben, wir haben fertig. Ihr glaubt nicht, wie lange das jetzt alles gedauert hat. Für Vorbereitung und alles, weil ich halt ewig lange ausmale. Und für das Zurechtschneiden des 3D-Bandes hat die Karte jetzt ungefähr so 5-6 Stunden gedauert mit Vorbereitung. Das ist schon Wahnsinn. Ich bin dann aber auch echt schlimm. Also bei manchen Sachen sage ich, ne, Pi mal Daumen, das passt schon. Und beim Ausmalen zum Beispiel, da muss es perfekt sein. Also meine Logik muss man mal verstehen. Also wenn ich da nicht einen Mitleidsdaumen verdient habe, dann weiß ich auch nicht. So, schaut mal, ihr Lieben. Ich hätte noch mehr Glitzer sogar reinmachen können. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gut sehen könnt oder ob das
viel spiegelt. Ja, also hier oben ist, glaube ich, viel zu wenig drin. Und man hätte noch Pailletten mit reinpacken können, aber ich finde das an sich ganz hübsch. Ihr müsst natürlich keine Tiere nehmen, ihr könnt auch irgendwas anderes benutzen oder ihr setzt die Felder komplett voll mit Tieren und lasst nur ein Kästchen frei für den Spruch. Oder ja, also da seid ihr wieder völlig frei, wie ihr das gestaltet. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!